Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Darwin Projekt. Early Access. It's now free to play. War das mal nicht free to play? Wie lange gibt es das Spiel eigentlich schon? Das ist die Frage. Wie lange gibt es das Spiel eigentlich schon? Das ist jetzt die Frage. Okay. Oh, nachdem wir letzte Runde mal wieder gnadenlos verloren haben, traurigerweise, wir müssen mal irgendwie präziser werden. Mit dem Ausdauerpfeil finde ich echt eine gute Sache. Sprinten ist dann letztendlich schon das, was eigentlich viel ausmacht. Und im Vergleich zu den Feuerpfeilen sind sie halt in Long Range deutlich präziser, also deutlich präziser. Wenn ich es überlege, den da hinten, wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit abgeballert werde. Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Danke. Kriegst du einen Roster hier? Kriegst du einen Roster? Hey, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an? Zack. 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 Hey, wie fühlt sich das an? So. Ich meine, wenn. Es sind schon ziemlich präzise. Wenn du siehst, der steht da so rum. Einfach Heady. Bam. Gerader Pfeil nach vorne. Das geht mit dem Feuerpfeil nicht gut. So. Aber wie wir die letztens zerlegt haben, hey, richtig cool. Ja, du bist so cool. Guck mal. Ja, genau. Ey, ich hoffe, das kann nicht sein. Stich alle in Ruhe. Cat in the Hat ist mal wieder dabei. Wisst ihr noch Cat in the Hat und Small B? Small B. Es geht los. Hoffen wir mal, dass wir sein Favorit sind. Ich weiß zwar nicht, ob das irgendwelche Vorteile bringt, aber was machen wir schon wieder? Zack. Zwei Wood. Der Sessel ist irgendwie auch immer dabei. Ist das eigentlich Anfang Standard? Small B. Das ist Small B. War einfach nur, weil es ein Tuss ist. So, wir gehen gleich auf die Runner Club. 50% mehr Stamina, 10% Cold-Resistenz. Irgendwie alles so wichtig. Ich wünschte, ich hätte unendlich Ressourcen. Hoffentlich nicht gleich wieder am Anfang Fight. Ah, doch, warum nicht? Ist eigentlich spaßig. Gleich am Anfang Action. Dadam, dadam. Ein Sessel. Oh, ich muss mir noch eine Strategie überlegen, was wir jetzt genau machen, wenn wir. Wir gehen ja größtenteils auf Fernkampf. Aber wir haben ja viel Running geskillt. Und so weiter und so fort. Ich höre eine Truhe. Eigentlich sollten wir eher auf Nahkampf in dem Fall gehen. Wo ist sie? Da. Okay. Sollten wir eher auf Nahkampf gehen, wenn wir schon diese teure Axt haben und alles. Weil sonst können wir auf Fernkampf gehen und dann die Billig-Axt nehmen, dass wir jedes Mal wieder looten, wenn ich das verstanden habe, kriegen wir ordentlich was an HP da zurück. Wäre eigentlich dann praktischer. Dann rennst rum, lootest schnell was, hebst kurz was auf und hast wieder HP. Oh, da ist einer. ...208 Meter, okay. Oh, die fighten. Könnte ich eigentlich gerade hingehen und ein bisschen mitmischen. Ein Pfeil reicht vollkommen aus. Ob die da immer noch... Die fighten da immer noch. Ich guck mal, wenn ich den töte, wie es da abläuft. Schön, macht man das. Schön. Loot mal.
Schön! Schickes Ding! Schickes Ding! Das war gut von mir! Sehr geil! Fängt gut an. Haben wir auch ein richtiges Timing. Wir haben gewartet, beziehungsweise wie sie sich fighten und dann richtig schön mitmischen. So. Und diese Berserker ist richtig, richtig cool. Diese Fähigkeit, wenn du mit dem Pfeil triffst, feiere ich ein bisschen. Rigge-Chest. Ob die wirklich so sinnvoll sind? Wood 1. So, da ist die Chest, Homer. Und da machen wir dann auch das Lagerfeuer, schätze ich. Bis dahin wird es noch reichen. Hey, wir haben 10 Leder, 5 Holz. Mega. Durch die 2 Loot. Speedring. Lagerfeuer. So, machen wir erstmal ein paar Boots. 2 Boots, würde ich sagen. 3 Boots. Komm, wir machen 5 Boots. Wir können es eh schon, dann haben wir das weg. Dann haben wir schon mal für plus 25% Movement Speed, finde ich eigentlich richtig wurf. Wenn ich das mal so sagen darf. Kommt es auch schneller an Loot, weil du einfach schneller unterwegs bist. Und wir wollen ja auf Movement gehen. Wir sind tracked, ist aber okay. Looten trotzdem. Nehmen wir noch mit. Die healen uns, wenn wir die töten, oder was? Okay, das war Buggy. Der ist einfach davon geschwebt. So, Holz haben wir auch wieder ein bisschen. 3 Leder, perfekt. Okay, wenn wir tot sind, Elche jagen. Wir sind immer tracked. Wird wahrscheinlich wohl oder übel gleich zu einem Fight kommen. Ein Armor, schön. Wir machen mal die Cloak. Für mehr Stamina. Und die Cold Resistance. Ah ja, komm, mach mal auf 5, wenn wir schon machen können. Sind gut dabei. Sind sehr, sehr gut dabei. Okay, da ist der Typ wahrscheinlich von gerade eben hingerannt. Gab's wohl einen Fight. Was? Wie ist denn der bitte schön so weit da nach hinten gekommen? Den Stuhl kann ich noch mitnehmen. Und den vor allem auch. Die sehen voll horrormäßig aus. Zack, 2 Leder, perfekt. Geh mal wieder zurück. Den Sessel noch, genau. Kurz hier drin verstecken. Wir brauchen Wood. Wood. Gucken wir mal gleich, wonach, wo die alle sind. Ich hoffe, die kommen nicht so in meine Richtung. Oh, wir sind getrackt. Ja, da kommt einer. Ist sehr, sehr nah bei mir. Angst? Headshot. Angst. Angst. Mann! Wir sind immer noch tracked, hey.
Der will uns, glaube ich, hart. Der will uns sicher hart. Cat in der Head hat einen getötet. Es sind noch 3 Leute übrig. Wir dürfen keine Spur mehr hinterlassen. Meter von hier, den könnten wir theoretisch eigentlich ins Target nehmen. Machen jetzt mal eine Axt. Geschärfte Axt. Das ist eine Falle. Nee, nicht mal. Ich glaub's nicht. Da müsste hier in der Nähe sein. Da ist ein Lagerfeuer. Der hat gerade noch was gequirftet. Wo ist der Sack? Hä, wie ist der bitte schon darüber gekommen? Das gibt für mich keinen Sinn. Der war doch gerade eben noch da. Unlogisch. Okay. Nice. Wir machen Gleiter. So, einer ist da drüben, 400 Meter. Wird das eigentlich wieder der sein? Ja. Okay. Mann, ich bin gerade voll im hier Fighting Fieber. Ich sehe Fußspuren. Überall hinterlässt er seine Spuren. Was? Wie weit ist denn der bitte schon? Wie lang halten denn die Spuren eigentlich bei sowas? Das ist ja krass. Ich meine, der ist 700 Meter weit weg und der hat hier alles durchgelootet. Ach, das sind 2 verschiedene. Ah, okay. Ich glaube, wir versuchen jetzt mal was. Okay. Wir könnten den theoretisch kriegen. Oh, fuck, das ist ein Tower. Der war da. Scheiß Camouflage, hey. Das ist so unfair. Willst du mich eigentlich voll verarschen? 50 helfen, nice. Alter, willst du mich voll verarschen? Ja, genau. Weg! Oh mein Gott. Hey, das Aim war ja nicht mehr witzig. Ja! Alter, nicht wirklich, oder? Nicht wirklich.
Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Dabei gebe ich mir so Mühe. Ich muss mal mein Handy lautlos stellen. Das war aber gerade nicht mehr witzig, wie der mich getroffen hat. Das war krass. Ich meine, dann bin ich auch noch entkommen mit meinem Speedrunk in letzter Sekunde. Dann sowas. Die Axt. Ich glaube, wir gehen nicht mehr auf die Axt. Diese Scavenger-Axt. Recover your health when looting dead, inmate oder robotic deer. The circle of life or something. Recover your health when looting dead, inmate. Faster Harvesting, Crafting, Cutting Edge Technology. Nee, das ist schon die beste eigentlich, muss schon sagen. So, Detektiv Cloak, Runner Cloak, Fur Cloak, das ist rein nur für Kälte. When you are being tracked and refused into the cold. 10% weniger Tracking Ding. Ist halt auch nicht so der Hammer, da bleibe ich bei dem, was ich habe. Hier ist Boots, 5% Speed, weniger Footsteps, Hunting Boots, Speed from Clue Pickup. Go faster when you pick up a clue. Also wenn du einen Hinweis aufnimmst, rennst du schneller. Evade Boost, Speed Bonus für den Track plus 4% Movement. Das ist nicht so toll. Hunter Boots finde ich eigentlich noch cool. Camouflage ist übel overpowered, habe ich gerade eben festgestellt. Die Truhe nehmen wir so gut wie gar nicht. Nehmen wir lieber mal so eine Smoke Bomb für Notfälle. Berserker Arrow finde ich nach wie vor sehr, sehr gut. Nehmen wir das. Das ist gut. Gleiter, Beer Trap, das lohnt sich alles nicht so. Das Smoke. Die Schneewelle sind halt auch Cold Meter Reduction. Minus 20% Kälte kriegt er dadurch, wenn wir ihn treffen. Bringt es was? Power Leap, jump away from your problems. Expose Nerby, players and clues. 150 ist auch nicht so. Ist die Frage, was bringt. Das ist gut, wenn du wirklich im Fight bist, aber es hält halt auch nur 10 Sekunden. Ich bleib dabei beim Teleport. Der brennende Arrow ist halt. Oh Mann, das ist schwierig. Das ist echt schwierig, aber auf Long Range gesehen. Es ist der Berserker-Ding schon. Wir wollen ja hunten. Es ist zwar euch nicht klar, aber wir wollen hunten. Was haben wir eigentlich da oben? Kann man die abschießen? Tatsächlich. Cool. Five, four, three, two, one, go. Survival. Ich bin minimal demotiviert gerade. Minimal. War einfach schade die letzten Runde. War echt schade die letzten Runden. Aber neues Spiel, neues Glück. Merci, tu.
Nerseivit? Egal. Ist der Favorit, was auch immer das immer noch zu bedeuten hat. Wenn wir mal, wenn das Let's Test so weit geht, dass wir auch Level 10 werden, können wir ja den Spectator-Mode mal ausprobieren, ob das witzig ist, ganz witzig oder nicht. Fängt gut an mit der Truhe, hoffentlich eine Axt. Wanderklog ist okay. So, der erste Heady ist schon verteilt worden. Oh, eine weitere Truhe. Nein! So, Electronic ist aktiviert. Warm Coffee. Der Spectator hat ja eigentlich schon eine wichtige Rolle, weil diese ganzen mit dem Elektronik, die Dinger, die bringen ja schon üble Vorteile, wenn du es so siehst. Diese Unsichtbarkeit ist mega. Die Unbesiegbarkeit ist auch echt nice. Und der Teleport habe ich jetzt noch nicht persönlich noch nicht ausprobiert, aber der letzte, der uns ja getötet hat, hat sich ja auch vorteleportiert. Das war ja auch übel. War ja echt übel. Wenn du damit richtig umgehen kannst, dann geht es schon ab. Zack, gehen wir kurz rein. So, wir sind relativ allein. In dem Fall machen wir Boots erstmal zweimal. Ich hab's abgebrochen, ich hält. Und 3 Evo ist das für den Anfang sehr gut. Man weiß ja nie. Ob die dann irgendwann auch andere Waffen rausbringen? Schwerter oder sonst was? Hat ja eigentlich unendlich Potenzial nach oben. Je nachdem, wie vielseitig sie ist. Vielleicht so spezielle Fähigkeiten, andere Charaktere, dass du dich auf einen Charakter einstellen kannst oder sonst was. Dass du anfangs einen mit einer speziellen Fähigkeit auswählen kannst, die dann irgendwas am Anfang haben. Wäre ja eigentlich echt cool. So. Sofa, ey. Ich höre eine Truhe und ich sehe eine Truhe. Sehr gut. Aber wir nehmen hier noch alles mit. Farmt sich gerade sehr gut. Manchmal findest du einfach gar nichts mehr. Kein Holz, kein Leder weit und breit. Und manchmal dann geht's ratzfatz. Ratzfratz. Das Pokémon. On air. Was heißt eigentlich on air? Achso, wie lange die Runde schon geht, oder was? Ich schätze mal. Da war schon einer. Oh mein Gott! Ach du Scheiße. Ein Armor weg. Scheiße, wir sterben durchs Eis, oder? Wir haben Kaffee. Sehr gut. Nein, wo kommt der bitte schon her? Was ist das denn schon wieder? Killed by Tolly. Hi, I'm Keeper. Ja, du, 2 Sterne hier, so sieht's aus. Du hast mir nicht geholfen. Das sind traurige Zeiten heutzutage. Traurige Zeiten. Naja, ich würde sagen, ich beende hiermit dieses Trauerspiel und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Darwin Project. Euer T. Oldra.